Ach so, ich dachte schon. Ja, wir haben einen Ausgang. Dann mal los. Zeit, um uns diese Gänge genauer anzusehen. Er späht in die Dunkelheit hinein. Cool. Hier geht's also dann komplett raus, ne? Nochmal kurz speichern. Meine Paranoia kippt. Da geht's also raus. Gehen wir erstmal hier weiter. Ich habe mir das ja hier schon ein bisschen angeschaut. Hier habe ich die Fußspuren entdeckt. Da war eine Sackgasse. Hier geht's entlang. Oh, wie gruselig. Oh, wie gruselig. Stopp. Das Brummen wird lauter. Ich wusste es, sie ist hier irgendwo. Da ist es wieder. Wie ein Hornissenschwarm, der unter deiner Kopfhaut summt. Ein seltsames Kribbeln, das du fast riechen kannst. Leutnant, spüren Sie etwas? Nein, was soll ich denn spüren? Ein Schmerz. Ein seltsames Kribbeln. Ein Geist, nichts, nur eine Sinnestäuschung. Ein Kribbeln. Ich spüre nichts, aber er blickt nach vorn durch den Durchgang. Jedenfalls sollten wir vorsichtig sein. Dort hinten waren Fußspuren und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie frisch waren. Moment mal, Sie spüren wirklich gar nichts? Ich habe sie auch gesehen, Fußabdrücke, bei denen die rechte Sohle abgenutzt ist. Sie spüren nichts? Nein, aber Sie sind der Feinfühlige von uns beiden. Oh, süß. Sieht nach unserer Verdächtigen aus. Wenn sie hier sein sollte, müssen wir unseren nächsten Schritt gut planen. Wie meinen Sie das? Er senkt seine Stimme. Sobald wir einen glaubwürdigen Verdächtigen festnehmen, wer weiß, wie die Gewerkschaft und Wild Pines reagieren werden. Wir werden Geschehnisse in Bewegung setzen, über die wir keine Kontrolle haben. Du wirst das Machtgefüge in Martinez aus dem Gleichgewicht bringen. Die Pattsituation zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft wird destabilisiert werden. Dieser Teil der Stadt ist ein sensibles Zahnradrätsel, wie das Innere eines Uhrwerks. Störe seine Ruhe und es wird aus dem Takt geraten, unkontrollierbar. Bleib ruhig, geh die ganze Situation im Detail durch. Wir haben herausgefunden, dass Evra plant, den Hafen zu übernehmen. Vielleicht sollten wir Joyce davon erzählen. Haben wir das noch nicht? Wir haben die Boje mit Classys Dokumenten überprüft. Ich möchte Ihre Meinung dazu hören, warum sie leer war. Was denken Sie, wie schlimm es kommen könnte? Was glauben Sie, was dort auf uns wartet? Okay, Joyce, das überlasse ich Ihnen. Sie wissen bereits, was ich über diese Art von Informationskreuzbestäubung denke. So etwas ist gefährlich, aber er kann es nicht vorhersehen. Vielleicht ergibt sich daraus etwas Nützliches. Classy? Okay, warum nicht? Was auch immer passieren mag, könnte auch Sie betreffen. Die Gewerkschaft beobachtet Sie jetzt genau. Nicht genau genug, vermutest du. Aber trotzdem ist es eine gute Idee, ihr noch einmal einen Besuch abzustatten. Was denken Sie, wie schlimm es kommen könnte? Nun, wir sind nicht verantwortlich für etwas, das wir nicht vorhersagen können, oder? Ich denke nicht, dass die ganze Stadt dem Erdboden gleichgemacht werden wird. Er lächelt in der Dunkelheit. Er denkt sich, versuchen wir wenigstens, uns keine Sorgen zu machen. Wenn du es nicht vorhersagen kannst, dann gibt es auch nichts, was du hättest unternehmen können. Was glauben Sie, was dort auf uns wartet? Ich glaube, ich sehe eine Höhle. Das Flüstern des Leutnants hallt durch den Tunnel wieder. Vielleicht noch mehr Kellerräume? Ich denke, wir waren vorsichtig genug und es bleibt immer noch das Überraschungselement. Ich wäre mir da nicht so sicher. Besonders leise seid ihr nicht gewesen. Oder vielleicht auch nicht. Er legt seine Hand ans Holster. So oder so, sobald wir weitergehen, wird es kein Zurück mehr geben. Oh, ist das gruselig. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen zu Joyce und wir gehen nochmal zu Glasje. Wenn ich schon extra darauf angesprochen werde von Kim, dann werde ich das natürlich machen. Ich habe keinen blassen Schimmer, welche Auswirkungen das haben wird. Aber ich habe Schiss. Ich habe einfach Schiss. Wir gehen erstmal raus, ja? Das ist mir alles ein bisschen zu heikel. Ach, hier unten kommen wir her. Aha. Na gut. So. Dann können wir uns gleich hinbeamen. Gehen wir zuerst zu Klaas hier schnell. Wir machen das ganz schnell. Warte mal, was war hier? Stelle fest, woher der Schuss kam. Ah. Jetzt muss ich nur noch auf der Insel nach Schussspuren suchen. Betritt die Höhle unter dem Feldgebäude, wenn du bereit bist. Hinweis, dies könnte deinen gewerkschaftlichen und kryptozoologischen Aktivitäten ein Ende setzen. Die kryptozoologischen haben wir schon erledigt. Aber was ist mit den gewerkschaftlichen? Speichern? Okay, was wollte ich machen? Ich wollte reisen.
Oh Mann, ey. Das ist alles so krass. So spannend. Ich laufe immer noch mit der Laterne in der Hand, aber ich meine, wir gehen gleich eh wieder zurück. Ich will nur die zwei Sachen noch abhaken. Vielleicht macht es Sinn, nachdem wir mit Joyce geredet haben, nochmal kurz mit Evrard zu sprechen. Weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wo wir bei ihm stehen geblieben sind. Ich weiß halt nicht, wie relevant das ist. Aber das sind wahrscheinlich diese gewerkschaftlichen Aktivitäten, die ich, glaube ich, nicht zu Ende gebracht habe, Fragezeichen. Bin mir nicht sicher. Also geh erstmal durch die Tür, Schätzchen. Und jetzt einmal die Treppen hoch. Aber gut, dass wir das mit den Schüssen, haben wir schon zwei erledigt, ne? Dann können wir ja hier auch schon mal das abhaken. Achso. Musste ich nicht abhaken? Okay. Also wurde es damals wirklich hier auch nicht gespeichert. Was auch immer für ein seltsamer Bug das ist. Und wirklich, ich habe gespeichert. Auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Ich habe ihre Boje gefunden. Sie war leer. Nichts außer Meerwasser drin. Sie reißt die Augen auf. Oh. Haben Sie die Dokumente an sich genommen? Nein, natürlich nicht. Wie ich schon sagte, wäre es zu riskant gewesen, sie zu benutzen. Mein Arbeitgeber hatte sie mir gegeben. Ehrlich gesagt hätte ich sie vernichten sollen. Sie scheint nicht zu lügen. Sie wirkt ehrlich erschüttert, dass sie verschwunden sind. Ich fürchte, sie könnten in Gefahr schweben. Ich werde es als Diebstahl zu den Akten nehmen. Sie überlegt einen Moment und zuckt dann mit den Schultern. Natürlich, und das hat nichts damit zu tun, wer die Dokumente entwendet hat. Wahrscheinlich war es nur ein Missgeschick. Ich hatte schon befürchtet, den Verschluss nicht richtig zugemacht zu haben. Die Dokumente wurden wahrscheinlich einfach nur, sie wedelt mit ihrer Zigarette, weggespült. Das Wort weggespült klingt plötzlich distanziert und seltsam. Irgendwo in der Ferne bellt ein Hund. Warum habe ich das Gefühl, dass sie gewonnen haben? Ich habe keine Ahnung. Sie trinkt einen Schluck von ihrem kalten Kaffee. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, gewonnen zu haben. Ich fühle mich wie Piep. Und zwar ständig. Sie lächelt, ein kleines, bitteres Lächeln. Sie meint es ernst. Aber für sie ist es doch gut gelaufen. Sie haben nie Verdacht erregt. Sie haben recht. Ja, aber das zu sagen ist echt fies. Nach all dem, was sie mitgemacht hat. Sie meint es ernst, steht da doch. Aber kann ich mich auf meine Empathie verlassen? Wie gut hätte es für mich auch laufen können. Ich meine, sie sieht sich um. Der feuchte Wind, schwer vom Salzwasser und den Industrieabgasen der nahegelegenen Schornsteine, zerzaust ihr die Haare. Ich sitze in Martinez fest, genau wie alle anderen. Ich bin hier oben seit, ich weiß gar nicht wie lange. Ich nenne es mein Dachgefängnis. Warum sind sie im Gefängnis? Wegen meiner Sünden natürlich, den jahrelangen Sünden einer bösen, frivolen Person. Weil ich meinen ersten Freund zugrunde gerichtet habe, weil ich für schlechte Menschen gearbeitet habe, es ist eine lange Liste. Aber für sie ist es doch ziemlich gut gelaufen, irgendwie haben sie es geschafft, nicht in Verdacht zu geraten. Ach ja, sie zieht eine Augenbraue hoch und seufzt. Warum habe ich dann immer noch das Gefühl, dass der Verdacht über mir hängt? Er ist wegen mir gestorben und ich weiß das. Der Leutnant sieht weg über das Geländer hinaus. Die Unterhaltung behagt ihm nicht. Er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Diese Theorie über Ruby, die ich entwickelt habe, irgendwas an ihr ist seltsam. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alles wirkt wie ein glücklicher Zufall für sie. Nichts von all dem ist für mich glücklich. Die getrockneten Blumen auf dem Dach, hat Ruby die vielleicht hier gelassen? Sie passen nicht wirklich hierher. Die was? Sie kneift die Augen zusammen. Ach, die. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, was mit denen ist. Ehrlich gesagt, gehören die wohl in den Müll. Ich meine, es gibt für mich keinen Grund zu der Annahme, dass sie etwas mit ihr zu tun haben. Das war es dann wohl. Sie nickt langsam, vorsichtig. Plötzlich funkeln ihre Augen seltsam. Nicht böswillig, aber gefährlich. Oh Mann, ey. Diese Frau ist echt ein Rätsel. Ja, haben wir das jetzt abgeschlossen? Wir haben mit ihr nochmal geredet. Oder? Warum bin ich dann so verunsichert? Und hier haben die vielleicht die Flipper runtergebracht? Die Gewerkschaftsleute? Hier haben wir nur die Fußspuren. Ich schaue sie mir nochmal kurz an. Dann schauen wir uns die genauer an.
Die Sohlen haben ein Muster hinterlassen, gleichmäßige horizontale Linien. Eine Person hin und zurück gegangen, die Spitzen zeigen in beide Richtungen. Die sind anders als sie am Tatort. Also die Linien sind anders. Sie sehen für mich wie maßgefertigt aus. Oder ausländisch. Auf jeden Fall Stiefel. Okay. Na gut, das wollte ich mir nochmal ansehen, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte, was wir da entdeckt haben mit den Fußspuren. Gut, aber dann haben wir Klaas hier jetzt soweit auch erledigt. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal zu Joyce gehen. Oder haben wir noch die Möglichkeit, mit Titus hier zu sprechen? Jetzt fängt es wieder an, ne? Ich kriege langsam so Paranoia, dass ich vielleicht noch jemanden ausgelassen habe. Irgendjemanden Wichtiges? Ich will noch mal ein paar Dinge wegen Rubys Verschwinden durchgehen? Nee. Wir haben soweit ja alles. Und wir haben sie ja im Grunde gefunden. Und ich hatte recht, das ist bei den Tratten gewesen, weil das einzige Verdächtige war, wo wir noch nicht hinkonnten einfach. Aber das heißt, wenn wir jetzt, wie ich das verstanden habe, Rudi. Sag doch gleich Brudi, ey. Wenn wir, ach, wo laufe ich hin? Ich wollte zu Joyce. Wenn wir Ruby konfrontieren, dann ist es so, als wenn ich einen Domino-Effekt auslöse, ne? Habe ich so richtig verstanden, wo es dann kein Zurück mehr gibt. Und alles, was ich soweit, in Gang gesetzt habe, wird auch passieren, ne? Also dann geht es richtig hier los. Oh, das ist so aufregend. Puh. Aber gut, jetzt einmal kurz zu Joyce. Ich meine aber, ich habe alles Joyce gesagt. Oh, Joyce ist weg. Bin ins Dorf an der Küste gesegelt, Officer. Wir sehen uns dort. Joyce steht auf einem Zettel am Pfosten. Ah, das war das Schiff, was ich wahrscheinlich gesehen hatte, ne? Ach, cool. Vielleicht kann ich ja von dort aus dann mit ihr zu der Insel segeln. Cool, cool. Ach, gut, dass ich nochmal den Hinweis mit Joyce bekommen habe, ne? Dann hätte ich das echt ausgelassen. Schon eine gute Sache. Okidoki. Zack, zack, zack. So, sind wir schon soweit? Kann ich mich porten? Ja. Okay, also muss sie ja hier irgendwo... Irgendwo hier habe ich sie ja gesehen, ne? Joyce, Schätzchen? Du musst doch hier irgendwo an der Küste sein. War das nicht irgendwo? Ich habe irgendwo hier... War das hier oder war das oben? Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir prüfen einfach alles. Hier ist es nicht. Ah, hätte ich mal den Zettel besser gelesen, ne? Ich habe nur gedacht, ah ja, Küste und dann laufe ich hin. Nein, es muss weiter oben gewesen sein. Es war weiter oben. Okay. Einmal hier lang. War das nicht hier oben irgendwo? Nee, hier hin, hier hin. Mach mal einen kleinen Bogen hier. Zack, zack, zack. Hier doch irgendwo, oder? Wo habe ich das gesehen? Hä? Bin ich doof? Hier, doch, da. Das ist doch das Schiff. Aber wie komme ich da hin? Das ist das Schiff. Oder ist sie hier irgendwo? Oh, was ist das? Achso, das ist das. Ich komme hier auch nicht weiter hin. Ich sag doch, ich habe hier was gesehen, was ich noch nicht kannte. Aber wo ist Joyce? Wie komme ich da hin? Springen kann ich ja auch nicht, ne? Wäre cool, wenn man irgendwie eine Kilometeranzeige hätte, wie viel man hier gelaufen ist. Warte mal, kann ich von hier irgendwie? Nee, kann ich nicht. Oder ist sie da bei Lilienne irgendwo hier vorne?
Toni! Hä, wie komme ich da hin? Doch hier. Okay. Okay. Da ist sie. Da ist die gute Joyce. Hallo. Ich werde die Cordelite in der Fahrrinne lassen, wenn das in Ordnung ist. Am Bootsteg ist das Wasser nicht tief genug. Sie windet das Tau um den Pfahl. Natürlich. Übrigens ist das ein Anleger. Natürlich, Anleger. Ein Anleger ist viel besser als ein Bootsteg. Da legt man an. Hallo. Hallo, Detective. Sie befestigt... Hat sie gerade... Warum hat sie mal an gesagt? Hallo, Detective. Sie befestigt das Ende des Taus am Pfahl und richtet sich auf. Schön, Sie hier zu sehen. Ich bin selbst gerade erst angekommen. Was führt Sie hierher? Kein besonderer Grund. Ich hatte nur schon seit Wochen ein Auge auf diesen Anleger geworfen. Also dachte ich mir, ich schaue ihn mir selbst mal an. Diese Ansammlung von Gebäuden ist auf keiner offiziellen Karte verzeichnet, soweit ich das sehen kann. Und nebenbei behält sie dich im Auge. Spionieren Sie uns nach? Spionieren hat so einen negativen Beigeschmack. Ich habe allerdings ihren Fortschritt an der Küste nachverfolgt und dann kam ich zu dem Schluss, dass ich ihnen von hier aus besser helfen kann. Und dann war da noch diese Göre im alte Damenaufzug. Sie hat gedroht, die Cordelite rot anzumalen. Ach, die eine, rot wie Blut. Tja, ich mag sie, wie sie ist, weiß. Also wie gefällt es Ihnen hier? Wie es mir gefällt, sie lässt ihren Blick zum Dorf schweifen. Auf den Betonziegeln schmilzt der Schneematsch. Die Bauarbeiten wurden vor 10 Jahren abgebrochen. Wasser tropft von den Dachvorsprüngen aus Eternit. Der Anleger unter ihren Füßen knarrt im Takt dazu. Im Hintergrund riechst du Salz und Hunde. Hundekacke. Das Dorf ist geradezu schreiend arm. Die Straße hat keinen Namen. Alle Männer hier sind tot oder verschwunden. Und ist das der Kadaver von einem Motorwagen da drüben? Sie kneift die Augen zusammen. Sie können sich glücklich schätzen, dass die BMR nun vor Ort ist. So, Zeit für Politik. Reagieren wir. Da gibt's jede Menge wieder. Sie sollten auch Angst haben, das ist schließlich alles ihre Schuld. Ich weiß nicht. Sie sind in Gefahr, du flüsterst. Die Arbeiterklasse hat keine Ahnung, was mit ihr geschieht. Haben Sie keine Angst? Haben Sie keine Angst? So sieht nur die richtige Stadt aus. Dieser Ort ist sowieso dem Untergang geweiht. Keine Sorge, ich habe ihr Schwert. Du zeigst es ihr. Keine Sorge, ich habe ihr Schwert. Vielleicht hätten sie es ihr lassen sollen. Irgendwie hat es mir an ihr gefallen. Sie lehnt sich gegen das Geländer und sieht zum grauen Himmel auf. Über euch entsteht eine Decke aus Altocumuluswolken, die sich miteinander verweben. Der Wind zerrt an ihnen und dehnt sie über die Bucht hinaus. Die Schatten der Wolken gleiten über die Ruinen von Revachol West. Wo immer sie vorüberziehen, fallen die Temperaturen leicht, aber spürbar. Der Frühling hat begonnen. Die Regenfälle stehen bevor. Ein Polizist betritt eine kleine Hütte aus Stein und Holz. In ihrem Inneren stapeln sich Waffen an den Wänden. Gewehre mit splitternden Schäften und Schwerter. Dutzende, wenn nicht Hunderte. Die sind antik, zackelt Najong Archetyp McCoy zu seinem Partner. Die holen sie gerade aus den Katakomben raus und reparieren sie. Alte Lager aus Revolutionszeiten. Die Kinder bringen sie hoch. Bis Mai werden die Straßen überschwemmt sein. Draußen lässt der Wind nicht befestigte Luken klappern. Überschwemmt mit billigen Waffen in zornigen Händen. Habe ich Ihnen erzählt, wie das hier entdeckt wurde? Der Wind nimmt zu und ihr Regenmantel flattert. Dieses Fischerdorf? Nein, die insulindische Isola. Nein, Sie haben mir nicht erzählt, wie sie entdeckt wurde. Trotz ihrer gesundheitlichen Beschwerden sind sie nicht schlimmer dran als die meisten der Leute hier. Westlich vom Fluss liegt die Alphabetisierungsrate bei etwa 45%. Nach 50 Jahren Besatzung leiden diese Leute an einer Armut, die sie ahnungslos macht. Ahnungslos, genau wie ich. Ich bin auch etwa zu 45% funktionstüchtig, aber langsam wird es besser. Ich wusste, dass Sie dafür Verständnis haben würden, sie nickt. Die meisten Revacholler werden nie wissen, was dieser Ort, unsere Heimat, was diese Insel aus Materie bedeutet oder warum sie überhaupt hierher gebracht wurden. Erinnern Sie mich daran, es Ihnen bei Gelegenheit zu erzählen. Sie zupft den Schal um ihren Hals zurecht. Aber erstmal, wie kann ich Sie an diesem neuen Ort unterstützen? Aha. Erzählen Sie mir es jetzt, wir haben Zeit. Erzählen Sie mir etwas anderes?
Tja, es war schön, Ihnen über den Weg zu laufen. Sie sollen mir erstmal erzählen? Wirklich? Er wirft einen Blick auf seine Uhr. Er scheint keine Zeit zu haben. Wie ich gehört habe, haben Sie eine verdächtige Person im Auge und verfolgen Sie. Das ist Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Ich will Sie nicht aufhalten. Diese Geschichte erzählt sie erst, wenn sie Martinez verlässt, kurz vor Ende ihres Aufenthalts. Aber vielleicht kann ich Ihnen auf andere Weise helfen während Ihrer heißen Verfolgungsjagd? Kann ich über Evrard? Die ganze Nummer ist eine Übernahme. Eine Übernahme? Ja, es ist kein Streik. Man lässt sie nicht herein, weil es nichts zu verhandeln gibt. Die Gewerkschaft übernimmt die Verladestation. Das hat er mir selbst gesagt, er übernimmt die Verladestation. Außerdem wird er den Drogenhandel zur Finanzierung des Hafens nutzen. Wenn er sie übernimmt, sie blickt zu dem farbenfrohen Kistenberg hinüber, der sich wie ein Haufen Bauklötze über Martinez erhebt. Klecks um Klecks verdrängt Rot das Grün. Wie metastasierender Blutkrebs. Dann bedeutet das Krieg. Evra muss mich sofort in den Hafen lassen. Wir müssen darüber sprechen. Er ist bereit für einen Krieg. Die ganze Gewerkschaft ist bereit dafür. Ich kann ihn bitten, sie hineinzulassen. Hä, als ob er das macht. Das ist sie ganz gewiss nicht. Sie wendet ihren Blick wieder dir zu. Krenel beschäftigt 1000 Mann. Als nächstes treffen ein 20 Mann starker Zug und ein Kanonenboot ein. Ich habe die Truppen der Gewerkschaft gesehen. Sie sind besser organisiert als diese Söldner. Außerdem steht die Bevölkerung von Revachol West hinter ihnen. Krenel allein wird sie nicht vernichten können. Dazu muss Wild Pines mehr und besser ausgerüstete Leute schicken. Täuschen Sie sich da nicht. Das nötige Geld haben sie, da bin ich sicher. Die Frage ist, wie viele Jahre und wie viele Leben sie opfern wollen. Was raten Sie mir? Spielt das eine Rolle oder steht Ihre Entscheidung bereits seit einer ganzen Weile fest? Sagen Sie, werden diese Informationen Ihre Entscheidungsfindung beeinflussen? Es ist nicht Aufgabe der BMR, diese Entscheidung zu treffen. Die Arbeiter sollten den Hafen bekommen. Schlagen Sie der Schlange den Kopf ab. Evra ist es, der diese ganze Sache vorantreibt. Es ist ein Bluff. Lassen Sie es darauf ankommen. Lassen Sie sie das Feuer eröffnen und warten Sie ab, wie lange sie durch... Boah, ich kann sie eigentlich richtig auflaufen lassen, ne? Weil ich würde tatsächlich sagen, am effektivsten ist es doch immer, wenn man den Anführer entfernt, oder? Aber die Arbeiter selbst sind auch alle so... Wird das die Entscheidungsfindung beeinflussen? Alles beeinflusst die Entscheidungsfindung, Detective. Na toll. Also willst du mir mit anderen Worten sagen, ich bin verantwortlich für das, was geschieht? Officer, der Gesichtsausdruck des Leutnants vermittelt Unsicherheit. Er klingt noch nicht einmal wütend. Ausnahmsweise scheine ich nicht zu wissen, was zu tun ist. Schlagen Sie mit Ihrer geballten Macht zu und tilgen Sie sie von Antlitz der Erde. Du wirst einen Blick auf dein Handgelenk. Die Apokalypse geht gleich los. Möge die Dämmerung einsetzen. Schade, dass es keine diskomäßige Option gibt. Ich würde das mit Evra versuchen. Wartet mal. Kann ich raus? Nein, kann ich nicht. Ich muss diese Entscheidung... Nein! Ich würde sagen, Evra muss weg. Soll er aus dem Weg geräumt werden, wie die vorherigen Gewerkschaftsführer, die Evra und Edgar vermutlich selbst auf dem Gewissen haben? Sie denkt darüber nach. Ich gebe zu, dass die Idee etwas Poetisches hat. Und ebenso wie Poesie ist sie nutzlos. Denn Edgar wäre noch da. Das haben sie einkalkuliert. Die Gewerkschaft verkörpert sie und sie verkörpern Martinez. Was werden sie jetzt tun? Was werde ich tun? Wiederholt sie und sieht sich langsam um. Sie lässt die Arme herabhängen. Ihr Rücken entspannt sich. Der Wind weht, in der Ferne brechen Wellen. Sie verschränkt die Arme und fragt. Habe ich Ihnen je verraten, wie diese Isola entdeckt wurde? Während unserer Gespräche über die ungeschminkte Wahrheit, über die Realität? Nein, noch nicht. Sie haben gesagt, dass Sie es mir verraten würden eines Tages. Sie haben gesagt, ich sei ungebildet. Wissen Sie noch? Nein, noch nicht. Vielleicht war es der einzige große Durchbruch, den wir als Art je erlebt haben. Auf jeden Fall der letzte seit 400 Jahren. Warum? Die Nationen, die diese Isola kolonialisierten, bezeichneten ihre Isole als Mundi. Die Welt, sie waren alles, was sie kannten, alles, was sie sich vorzustellen vermochten. Dass es mehr geben könnte, war reine Spekulation, wie Gedanken über eine andere Welt oder das Leben nach dem Tod.
Man hielt das Grau für undurchdringlich, für endlos. Sie zeigt nach Nordwesten. Irène la Navigatrice, die Königin von Suresne, entsandte 8 Expeditionen, eine nach der anderen, zu den Landmassen am Rande der Welt. 5 Besatzungen kehrten nicht zurück. Die Teilnehmer 2 weiterer Unternehmungen tauchten wieder auf, hatten aber den Verstand verloren. 8, ist das eine normale Anzahl? Es war alles andere als normal. So etwas hatte es noch nie gegeben. Die Leute dachten, sie bestrafe die Admirale, habe den Verstand verloren oder bestrafe sie, weil sie ihn verloren habe. Bis nach jahrelangen erfolglosen Versuchen und der Entwicklung eines streng psychologischen Systems, das den Schaffensprozess von Poesie imitiert. Dieses System wird als Volta do Mar oder Rückkehr vom Meer bezeichnet. Die 8. Expedition geistig gesund und unversehrt zurückkehrte. Ihre Teilnehmer berichteten von einem neuen Kontinent. Sie ließen die Königin und ihre Beraterin Dolores Day wissen, dass das Grau begonnen hatte, sich zu verdichten. Tag um Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute. Es fiel langsam als Regen, bis es einen riesigen Ozean bildete. Die Luft ist kalt und riecht nach Regen. Der Regen lässt auf dem Wasser in deiner Nähe kleine Kreise entstehen. Die Luftfeuchtigkeit kriecht dir den Rücken hoch wie ein Klavier-Thriller. Triller. Nicht Thriller. Du hältst deine Hand in den Regen. Auch der Leutnant streckt seine Hand aus. Mit leicht geöffnetem Mund blickt er zum Himmel empor. Die Tropfen fühlen sich warm an, wie Frühlingsregen. Diesen Ozean? Sie nickt. Dieses Phänomen trat nie wieder auf. Eine Zeit lang dachte die Besatzung, sie halluziniere. Der Mann im Ausguck rief, Linsulinde, Linsulinde. Das war das Signal zum Aufwachen. Aber sie konnten nicht aufwachen. Sie waren bei Verstand und bei Bewusstsein, als sich am Horizont Inseln abzuzeichnen begann. Im insulindischen Archipel gibt es 78.000 unbewohnte Inseln, Officer. Das sommersprossige Gesicht Gottes, sagt sie mit einem Lächeln. Darüber hast du 1.000.000 Mal nachgedacht. Nach dem Leben der Tod, nach dem Tod neues Leben, nach der Welt das Grau, nach dem Grau eine neue Welt. Sie nickt. Ein vollständiger Paradigmenwechsel im menschlichen Verständnis der Realität. Am 2. Tag wurde über dem Flaggschiff Lysergique eine große Skua vom Himmel geholt. Der Vogel wurde konserviert und in die Heimat gebracht, zusammen mit Blütenstaub. 4 Jahre später wurde die Beraterin der Königin als schuldreine Dolores Day zum Weltgeist erkoren. Es folgten das Zeitalter des Humanismus, des Internationalismus und der parlamentarischen Herrschaft. Wir standen auf dem Gipfel. Und deshalb sind wir jetzt hier. Die große Skua war der erste Vogel, dem sie begegnet sind. Und das war unser letzter großer Durchbruch. Es regnet. Was werden sie jetzt tun? Auf Caillou, sie beobachtet deine Reaktion, auf dem Kiesel, der größten der fruchtbaren unbewohnten Inseln im Nordosten des insulindischen Archipels, 4 Jahrhunderte und 2 Revolutionen später. Die große Skua war der erste Vogel, den sie begegnet sind? Der erste lebendige, autonome Organismus, erzeugte von der Realität. Die Skua ist das Symbol Insulindes, Detective. Außerdem ziert sie das Wappen des Suzeräns und ihre Schwingen das der Kommune. Ich muss es wohl auf sie abgesehen haben, oder sie es auf mich. Eine habe ich kaputt gemacht. Zu ihrer Verteidigung, sie ist eine scheußliche Kreatur, die kleineren Vögeln die Nahrung aus dem Schnäbeln reißt. Doch ganz wie Reva Scholl hat sie auch eine prachtvolle Seite. Und selten ist sie. Stellen Sie sich einen Suzerän der Möwen vor. Die Erwähnung hat deine Herzen einen Stich versetzt, zuvor, als sie den Namen ausgesprochen hat. Und das war unser letzter großer Durchbruch? Die Nationen von Mundi entdeckten noch 5 weitere Isolae, oder sie uns, alles im Rausch der großen interisolären Wiederverbindung. Aber diese anderen Isolae waren nicht unbewohnt. Wir mussten dort Menschen töten, indigene Bevölkerung auslöschen, Volkswirtschaften mit Kanonenbooten in die Knie zwingen, oder sie kamen, um uns das Gleiche anzutun, oder hatten es einander angetan. Aber hier, sagt sie und breitet ihre Arme aus, gab es nur die Skua und die Liliacea und die Blutbuche und den Fluss Esperance. Es war die neue Welt. Die Mundialier nutzten das, um mehr Wohlstand anzuhäufen, als die Menschheit je gesehen hatte, den Suzerän Reva Scholl. Was ist damit passiert? Revolution, Armut und der sprunghafte Aufstieg des Kapitalismus, antwortet sie und nickt. Was werden Sie jetzt tun? Ich werde Verladestation B der Gewerkschaft überlassen. Sind Sie denn befugt, diese Entscheidung zu treffen? Sie hält ihre Hand in den Regen und schweigt eine Sekunde lang. Das werden wir sehen.
Hören Sie, dies könnte diesseits des Flusses durchaus das Eigentumsrecht ins Wanken bringen. Wenn das geschieht, müssen wir uns vielleicht bis in alle Ewigkeit mit solchen Konfrontationen herumplanen. Nächstes Mal gibt es 2 Streiks. Er blickt zum Hafen hinüber, dann 4, dann 100. Was passiert, passiert. Sie nimmt das Ende des Taus in ihre regenglatte Hand und beginnt, den Knoten zu lösen. Das Zeitalter des Kapitals hat gerade erst begonnen. Ich werde persönlich mit meinen Arbeitgebern sprechen. Wir werden Martinez amputieren und kauterisieren, wenn sie sich um die Situation vor Ort kümmern. Sie brechen jetzt auf? Wir? Eigentlich meidet sie dieses Wort im Zusammenhang mit ihren Arbeitgebern. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, hätte ich geladen. Es gibt keine Arbeitgeber, sie ist selbst Vorstandsmitglied, vermutlich Teilhaberin. Sie sind Wild Pines, es gibt keine Arbeitgeber. Sie sind die Bürgermiliz, es gibt keine Vorgesetzten. Sie wendet sich dir zu, das Tau in der Hand. Was, natürlich habe ich Vorgesetzte. Das stimmt, Detective, und nächstes Mal sollten Sie mit ihnen Rücksprache halten, bevor Sie wichtige Ereignisse in Gang setzen. Trotz seiner Worte ist er sich eigentlich nicht sicher, ob er wütend auf dich sein soll oder nicht. Die Ereignisse sind bereits in Gang. Ob dein Handeln ihre Entwicklung beschleunigt oder verlangsamt hat, vermag selbst der Leutnant nicht abschließend zu beurteilen. Selbst nach all dieser Zeit verstehe ich noch immer nicht so recht, wer sie sind oder welchen Standpunkt sie vertreten. Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Handeln. Ich verstecke mich nicht hinter irgendeiner gesichtslosen Organisation. Ich habe sie nicht getäuscht. Ich habe ihnen gesagt, wer genau ich bin. Rejoice Layton. Sie brechen jetzt auf? Ja, Herr Claire hat 2 Monate Vorsprung. Ich darf nicht zulassen, dass er noch größer wird und ich habe getan, was ich von hier aus tun konnte. Verstehe. Bewahren Sie den Frieden, dann erfülle ich meinen Teil der Abmachung. Wie weit sind Krenels Ermittlungen fortgeschritten? Eine Konfrontation steht unmittelbar bevor. Krenel ist in ihre Fußstapfen getreten. So ihre Ermittlungen erreichen auch die der Söldner einen Höhepunkt. Sie sind ihr Schatten, bewaffnen sie sich. Besorgen Sie sich Schutzkleidung. Schützen Sie Ihre Ziele. Vielleicht lässt sich Gewalt nicht vermeiden, aber die Zahl der Opfer können wir begrenzen. Wann werden Sie zur Tat schreiten und wo? Bald. Ich weiß es nicht genau. Sie haben die Kommunikation vollständig eingestellt. Verstehen Sie? Sie wissen, dass ich Sie mit Informationen versorgt habe. Eins noch, Lieutenant Dubois. Sie startet den Motor. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin zu folgendem Schluss gelangt. Sie leiden nicht an einer Amnesie. Sie sind wahnsinnig. Das ist eine Aussage. Ich weiß das, weil ich ebenfalls wahnsinnig bin. Ich verberge meine Krankheit nur besser und ich bin reich. Ist nicht jeder ein bisschen wahnsinnig? Sie leiden an Strahlenüberlastung? Wie kommen Sie dann klar? Leben Sie wohl, Joyce L. Messier. Leben Sie wohl, Rejoice Layton. Leben Sie wohl, Schattenkreatur aus dem verbotenen Sumpf. Ist nicht jeder ein bisschen wahnsinnig? Nein, Detective, niemand ist so wahnsinnig wie Sie. Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin vollkommen bei Sinn. Sie leiden an Strahlenüberlastung? Ich bin verstrahlt, Baby. Meine Reisen führen mich mehrmals pro Jahr durch das Grau. Ich sehne mich nach ihm. Und zwar sehr, sie zeigt auf ihr Herz. Sie würde sterben, um zurückkehren zu können, ins Grau, in die Vergangenheit, zu allem, wozu jemand zurückkehren kann. Wie kommen Sie dann klar? Ich wende das strenge psychologische System an, das der 8. Admiral entwickelte, als er das Grau durchquerte und diese Isola entdeckte. Die Volta d'Omar. Bis heute greifen interisoläre Reisende und andere geplagte Seelen darauf zurück. Das könnte dir auch nicht schaden. Leben Sie wohl, Rejoice Layton. Sie lächelt. Passen Sie auf sich auf. Bald werden sie zuschlagen. Der Leutnant beobachtet, wie ihr Boot in der Bucht immer kleiner wird, seine weißen Segel flattern. In seinen Augen liegt Sorge. Er weiß nicht, ob ihr das Richtige getan habt, aber er sagt nichts. Du fragst dich, was Evra dazu sagen wird. Aufgrund der immer größer werdenden Entfernung wirken die Segel langsam graublau. Leute, was habe ich getan? Nicht speichern, Mann! Ich habe so Angst, was habe ich getan? Ich fühle mich so schlecht. Und wir haben noch irgendwas hier? Die Wunder von Insulinde.
Du hast dich an ein Gedicht erinnert, ganz tief in dir drin, aber die Übersetzung fällt dir nicht mehr ein. Es beginnt mit Nulla sarà cambiato della luce. Okay. Du hast dich daran erinnert, als du von der Entdeckung von Insulinde gehört hast. Aber was bedeutet es und warum weißt du es auswendig? Mann, Leute. Wisst ihr was? Ich speichere nochmal. Und ich würde tatsächlich hier einen Cut machen. Wenn ihr mir Tipps geben könnt, was ich vielleicht noch verbessern sollte, sagt Bescheid. Hier seht ihr nochmal einen kleinen Überblick, was ich vielleicht eventuell noch verbessern könnte. Hier Auge-Hand-Kommunikation, Wahrnehmung. Hier ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja, sagt Bescheid. Ja, und dann machen wir uns gefasst. Ich glaube anscheinend echt auf den Endspurt, ne? Das ist mega spannend. Ja, okay, Leute. Ich würde euch dann an dieser Stelle wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.